Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und heute sind wir bei der Firma Liberco und der Andreas erzählt uns mal, wie die Firma Fahrräder anbringt an unsere Wohnmobile. Hallo, mein Name ist Andreas Gehring. Ich bin bei der Firma Liberco Systems Mitinhaber und wir produzieren Fahrradträger, Anhängerkupplungen, all das, was man fürs Reisemobil gebraucht. Das, was wir im Moment hier im Programm haben, das sind zwei Träger. Das ist einmal der V-Bike für den Kastenwagen, für den Fiat-Kastenwagen. Ja. Das ist ein Fahrradträger speziell für E-Bikes gemacht eigentlich. Okay. Der hat eine Nutzlast von 75 Kilo. Und das Problem beim Kastenwagenträger ist, oder beim Kastenwagen im Allgemeinen ist, dass ich hinten die Türen aufhaben möchte. Und das Problem haben wir ein bisschen gelöst, indem wir den Träger nach hinten rausziehen können. Okay. Ich zeige euch das mal an diesem Demo-Objekt. Mhm. Das heißt, ihr müsst einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite eine Verriegelung lösen. Und seid dann in der Lage, den Träger komplett rauszuziehen. So, und dann müsst ihr quasi hinter euren Träger steigen und könnt dann im Endeffekt so die Türen um 180 Grad öffnen. Super. Das heißt, ihr könnt die Türen wirklich komplett aufmachen. Das Gleiche ist, Türen schließen. Und wir können den Träger dann im Prinzip wieder einrollen. Das heißt dann, der Kabelbaum wird hier mit einem Klettstück befestigt. Mhm. Falls man das vergisst, würde das auch automatisch runterplatten. So, genau. Wenn ich den Träger nicht benötige, dann kann ich dieses System hochklappen. Ich kann dann den Leuchtenträger über Arretierscheiben in Fahrposition bringen. Super. Und kann den dann natürlich auch ohne Fahrräder rein- und rausrollen. Ich habe hier eine Nutzlast von 75 Kilo. Der Träger heißt 4Bike. Findet man auch auf unserem YouTube-Kanal. Findet man auch im Prospekt. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr in Halle 14, Stand A31 vorbei und guckt euch das System einfach mal live an. Und was kostet? Das ganze Stück kostet ab 1.484 Euro. Da muss man schauen, hat das Fahrzeug eine Anhängerkupplung? Ja, nein, das ist kompatibel mit einer Anhängerkupplung. Mhm. Wir müssen den E-Satz dann installieren. Wir machen euch gerne ein Preisangebot und da könnt ihr euch das Teil einmal direkt anschauen. Aber so roundabout, was schätzt du so der Einbau? Also mit Einbau liegt man ungefähr bei 1.800 bis 2.000 Euro. Okay. Aber dann habt ihr ja noch ein Produkt. Genau, dann haben wir noch einen Träger. Da können wir im Prinzip einen Roller mit transportieren, bis 130 Kilo. Und man muss die Beladung vor allen Dingen auch nicht umbauen, so dass ich jedes Mal, wenn ich die Türen öffnen will, dass ich erstmal richtig rödeln muss. Das ist eigentlich relativ komfortabel. Sehr gut. Das wollen wir uns mal angucken. So, das ist der Socorro A500. Das ist ein Tragesystem speziell für den Kastenwagen, für den Fiat-Kastenwagen gemacht. Ich muss auch auf der linken und auf der rechten Seite die Entriegelung lösen und kann das System im Prinzip relativ einfach nach hinten rausziehen. Das Prinzip ist dann das gleiche. Ich steige hier wieder über diese Holme und kann dann die Türen um 180 Grad öffnen. Ja, verstanden. Kann die Türen schließen. Packe relativ mittig an, damit ich den Träger relativ gleichmäßig bewegen kann und kann die dann eben entsprechend einrollen. Und dann unten wieder die Stifte rein und die Stifte wieder rein, genau. Und dann ist das System im Prinzip fixiert. Der Träger fängt an bei 1.948 Euro. Mhm. Man muss auch mal schauen, wie ist das Fahrzeug im Prinzip im Vorfeld ausgestattet. Natürlich. Ich kann das System unterschiedlich erweitern. Ich habe jetzt hier einen Rüstsatz für Fahrräder montiert. Wir haben hier eine Auffahrhilfe montiert, wenn ich jetzt einen Roller mitnehmen möchte. Ich kann mir den letztendlich gestalten, wie ich möchte. Genau, und die kann man dann auch problemlos außen mitführen. Genau, die kann ich außen mitführen. Wir haben hier die entsprechenden Bohrungen. Und hier vorne haben wir einen Haken, wo ich dann die Auffahrhilfe relativ einfach einschieben kann. Genau. Ja, sehr vernünftig. Und damit bin ich im Prinzip flexibel. Ich bin bodenunabhängig vor allen Dingen. Ich muss das Fahrzeug nur ein klein wenig gerade hinstellen und dann kann ich das System komplett herausziehen und die Beladung, und das ist ganz wichtig, die kann einfach stehen bleiben. Und das bis 130 Kilo.
Genau, ich bin also nicht gezwungen, am Campingplatz ständig hier rein und raus zu sliden, genau. Sondern bleibt einfach so stehen, bis ich wieder wegfahre. Genau. Ja, sehr gut. Ich denke, das ist relativ komfortabel und ich glaube, man hat viel Freude damit. Habt ihr gut gemacht. Auch das System könnt ihr euch natürlich bei uns angucken. Ja, selbstverständlich. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Tolles Produkt, gefällt mir sehr gut. Wann baut das bei mir ein? Da musst du vorbeikommen. Okay, dann bis die Tage. Wir müssen einen Termin machen. Ne? Tschüss. Ciao, ciao.